Hallo und herzlich willkommen bei Mensch Mesch. In meinem heutigen Affinity Designer Tutorial geht es um eine Benutzeranfrage, und zwar zeige ich euch, wie ihr eine Dartscheibe oder ein Dartboard erstellen könnt. Wir beginnen mit einem neuen Dokument. Ich drücke Command N und lege ein Dokument an von 500 mm Seitenbreite und 500 mm Seitenhöhe. Ich möchte die Dartscheibe in Originalgröße zeichnen. Dazu habe ich mir vorher aus dem Internet die Abmessung herausgesucht. Die Dokumenteneinheiten stelle ich deshalb hier oben auch auf Millimeter und ich arbeite mit einer Auflösung von 300 dpi und dem Farbformat CMYK 8. Ich klicke auf OK. Zunächst einmal beginne ich mit dem Hintergrund. Den lege ich in grün an. Ich nehme hier das Rechteckwerkzeug. Wie ihr wisst, mache ich das ja meistens mit der Tastatur. Die Tastaturkürzel stehen immer in eckigen Klammern dahinter. Ich drücke jetzt einfach die M-Taste und dann habe ich dieses Werkzeug ausgewählt. Ich gehe mit eingeschalteter magnetischer Ausrichtung hier oben in die obere linke Ecke und ziehe mir jetzt hier mit Hilfe der Fanglinien ein Quadrat auf. Dem Quadrat gebe ich jetzt eine Füllfarbe. Dazu gehe ich hier oben auf Farbe. Die Kontur schalte ich aus und als Füllfarbe mit einem Doppelklick gebe ich jetzt hier unten ein Grün ein. Und das Grün ist bei mir der Hexadezimalwert 1A541A. Können wir das schon wieder schließen. Damit ich den hinterher nicht versehentlich anklicke, kann ich den hier auch einfach abschließen. Das könnt ihr entweder über dieses Symbol machen oder mit Command L für Lock, und damit ist dann diese Ebene gesperrt. Als nächstes möchte ich zentriert den Scheibenhintergrund zeichnen und den mache ich jetzt mit dem Ellipsenwerkzeug oder mit dem Kreiswerkzeug. Dazu drücke ich einfach noch einmal M und ihr seht, in der Werkzeugleiste ist der jetzt hier auf das Ellipsenwerkzeug gesprungen. Es hat nämlich auch den Buchstaben M, und wenn der Buchstabe oder das Tastaturkürzel mehrfach vergeben ist, dann drückt man einfach mehrfach die Taste, und wie ihr seht hier mit M kann ich jetzt zwischen dem Rechteckwerkzeug, dem Ellipsenwerkzeug und dem abgerundeten Rechteck hin und her springen. Ich bleibe jetzt hier bei dem Ellipsenwerkzeug stehen. Stelle mich auf die Dokumentenmitte mit Hilfe der magnetischen Ausrichtung und jetzt mit gedrückter Command- und Shift-Taste ziehe ich jetzt einen Kreis auf vom Mittelpunkt. Ich mache das jetzt gar nicht über die so ganz genau, obwohl es mir am Mauszeiger angezeigt wird, aber das ist nicht immer ganz einfach. Ich kann das jetzt ja hier über das Transformieren-Panel einstellen. Dazu lege ich erstmal den Transformationsursprung hier in die Mitte. Dann sperre ich die Seitenverhältnisse und gebe jetzt hier die gewünschte Größe ein. Bei mir sollen das 470 mm sein. Diesen Scheibenhintergrund fülle ich jetzt mit einem Schwarz. Das habe ich hier oben noch auf der Pipette liegen, deswegen nehme ich jetzt einfach mal dieses hier. Und der Scheibenhintergrund ist auch fertig. Für den Nummernkreis werde ich jetzt hier einen etwas kleineren Kreis anlegen, und ich verwende ja sehr oft das Duplizieren-Werkzeug, einfach weil ich dann ein Objekt nicht neu zeichnen muss. Dazu mache ich jetzt einfach Folgendes. Die Ebene ist ja hier im Ebenenpanel schon markiert. Die dupliziere ich einfach mit Command J. Das Ganze möchte ich jetzt etwas kleiner haben. Das ist also der Metallring, an dem die Nummern befestigt werden auf einem Original Dartboard, und den möchte ich in 458 mm anlegen. Also gehe ich einfach hier rein und ändere das auf 458. Dieser Kreis braucht keine Füllung, also nehme ich die Füllung hier oben raus über das Farbpanel, aber er soll eine Kontur bekommen, und zwar soll die Kontur ein Grauwert sein. Ich klicke mal doppelt drauf, dann öffnet sich ja die Farbauswahl. Und dieser Grauwert ist der Wert 80, 80, 80. Bestätige das, schließe mein Panel wieder und jetzt muss ich noch die Konturbreite einstellen. Ich lege jetzt diesen Metallring mit einer Konturbreite von einem Punkt an. Als nächstes zeichne ich jetzt die einzelnen Segmente. Ein Dartboard hat 20 Segmente. Dazu gehe ich wie folgt vor. Ich nehme wieder den schwarzen Kreis, erstelle davon ein Duplikat und lege jetzt erstmal dort den Kreis an, auf dem sich die Segmente befinden oder in dem sich die Segmente befinden. Der hat einen Durchmesser von 340 mm und der soll jetzt bei mir ein Beige bekommen. Ich mache das so, dass ich den Kreis in den Hintergrund lege, in Beige, und obendrauf zeichne ich quasi 10 schwarze Tortenstücke oder Kreissegmente. Hier ändere ich jetzt erstmal die Füllfarbe. Und dieser beige Kreis hat bei mir den Farbcode D9 B4 85. Kann ich das auch schon wieder schließen. Und diesen Kreis, den werde ich jetzt 4-mal duplizieren. Warum? Daraus konstruiere ich mir jetzt quasi den Double Ring bzw. den Triple Ring. Ich mache jetzt also 4 Duplikate. Und jetzt gehe ich wie folgt vor. Ich mache das mal zuerst mit dem Double Ring. Ich habe ja einmal den Ring jetzt hier auf der Ebenenpalette ganz oben. Da ich später immer den oberen von dem unteren abziehe, muss ich den jetzt hier verkleinern. Und die Ringe sind 8 mm breit. Also muss ich jetzt vom Durchmesser das doppelte 16 mm abziehen. Ich gehe jetzt also einfach hier rein und subtrahiere hier 16 mm. Jetzt habe ich darunter ja als nächstes den wieder mit 340 mm und ich markiere jetzt einfach beide. Und ich möchte die jetzt nicht destruktiv voneinander subtrahieren. Das mache ich hier oben mit den Geometrieoptionen. Ich habe dazu auch schon mal einen Quicktip erstellt. Den blende ich euch oben in der Infobox ein. Ich drücke jetzt die Alt-Taste und dann sage ich Subtrahieren. Und damit habe ich quasi hier meinen Double Ring schon fertig. Jetzt mache ich noch den Triple Ring. Bei dem Triple Ring müssen ja beide Kreise hier insgesamt kleiner werden. Der äußere hat einen Durchmesser von 214 mm. Klickt da wieder rein, 214. Und der innere hat 240 minus 16, also einen Durchmesser von 198. So, jetzt markiere ich wieder beide in der Ebenenpalette. Der kleinere liegt oben drüber. Drücke die Alt-Taste und sage Subtrahieren. Und der zweite Ring ist auch fertig. Diese beiden Ringe möchte ich jetzt mit einer Farbe füllen. Ich färbe die jetzt mal rot ein. Dazu nehme ich ein volles Rot. Und zwar mache ich das dann hier bei Rot einfach auf 255. Und hier stelle ich beide Farbtöne aus. Ich kann natürlich auch den Hexcode FF0000 eingeben, so wie es hier unten steht. Gehe auf Schließen und meine Ringe sind rot eingefärbt. Jetzt konstruiere ich mir als nächstes hier meine Kreissegmente in schwarz. Das mache ich wie folgt. Ich nehme wieder diesen beigen Kreis, erstelle mir ein Duplikat mit Command J und diesmal möchte ich diesen Kreis in eine Torte umwandeln. Ich habe jetzt hier ein Tortenstück. Und dieses Tortenstück muss, wenn ein Dartboard 20 Segmente hat, 18 Grad von einem Vollkreis 360 Grad, 18 Grad breit sein. Das Ganze sieht dann wie folgt aus. Ich muss hier oben den Startwinkel ändern. Und zwar ändere ich den Startwinkel Wenn ich 18 Grad mal durch 2 teile, habe ich 9. Hier oben sind 90 Grad. Ziehe ich 9 ab, muss ich also auf 81 Grad kommen. Und den hier, da gibt es auch wieder diese Hilfslinien, sodass das symmetrisch ist, das Stück. Der müsste jetzt automatisch auf 99 liegen. Das tut er auch und ich habe einen Gesamtwinkel von 18 Grad. Jetzt kann ich dieses Tortenstück noch schwarz einfärben. Und ganz wichtig ist jetzt, dass diese Ringe hier natürlich kein Bestandteil dieses Stückes hier sind. Ich muss jetzt noch diese Ringe hier in das Tortenstück hineinbringen und dazu erstelle ich davon einfach von beiden mit gedrückter Shift-Taste markieren, mit Command J duplizieren und jetzt beide Ebenen einfach in das Tortenstück so hineinziehen, dass ihr so diesen blauen Balken darunter habt. Dann wird das quasi von dem Tortenstück beschnitten. Man kann das jetzt hier gar nicht erkennen. Ich schalte mal die anderen beiden kurzzeitig aus und dann seht ihr, jetzt habe ich schon das Ziel hier erreicht, dass ich die Ringe auch in meinem Kreissegment habe. Diese hier sollen ja später grün werden. Ich kann das auch jetzt schon mal einschalten. Ich markiere sie beide und mache die grün. Die liegen jetzt noch oben drüber. Ich nehme jetzt das ganze Tortenstück hier unten, die Ebene, und schiebe die oben drauf. Und jetzt könnt ihr schon die Idee erkennen, wie ich das konstruiere. Ich muss jetzt eigentlich nur noch dieses Tortenstück einmal hier um den Mittelpunkt rotieren, und zwar noch 9 weitere Male, so dass ich dann quasi mein fast schon fertiges Board habe. Wie mache ich das jetzt? Ich habe dieses Stück und ich kann ja mit Power Duplicate jetzt dieses Tortenstück mehrfach duplizieren. Das mache ich wie folgt. Ich erstelle erstmal ein Duplikat mit Command J und aufgepasst, jetzt zwischendurch eigentlich nichts machen, sondern nur das, was man wirklich an Transformationen durchführen möchte, und die merkt sich Affinity Designer jetzt. Dazu gehe ich jetzt hier unten in das Transformieren-Panel und zwar hier in diesem Punkt R für Rotation. Und ich möchte jetzt, wenn ihr im Uhrzeigersinn drehen möchtet, mit negativen Gradzahlen gegen den Uhrzeigersinn mit positiven. Ich möchte das im Uhrzeigersinn machen, deswegen gebe ich jetzt hier mal minus 36 Grad ein. Ich muss ja immer ein Stück dazwischen haben. Ein einzelnes Stück ist 18 Grad, dann soll ein beiges Kreissegment folgen und das muss ich natürlich noch oben drauf rechnen. Also sage ich minus 36 Grad. Bestätige das mit Enter und diese Transformation hat sich Affinity Designer jetzt gemerkt und ich kann die mit Command J einfach noch 8 weitere Male wiederholen. Und damit haben wir den Teil schon fertig. Im nächsten Schritt möchte ich euch zeigen, wie ihr die Ziffern hier oben anbringen könnt. Dazu mache ich Folgendes. Ich nehme hier das Grafiktextwerkzeug, wähle mir dann die Schriftart aus, die ich dafür haben möchte. Ich nehme eine Futura eng geschrieben. Schauen wir mal gerade. F. Man kann hier auch reintippen und einfach losschreiben. Futura, da ist sie schon. Und die möchte ich in schmal haben, halbfett. Jetzt ziehe ich mir hier oben mal einen Kasten auf. Die Schriftart möchte ich in weiß haben, das stelle ich jetzt sofort ein. Es geht ja hier oben mit der 20 los. Und ganz wichtig ist jetzt, dass ihr dieses Textfeld auf zentriert stellt. Das ist jetzt schon mal hier zentriert. Dann nehme ich wieder mein Verschieben-Werkzeug. Hier müsst ihr aufpassen, wenn ihr in einem Textfeld steht oder in einem Grafiktext steht, dass ihr nicht einfach mit V das Werkzeug auswählen könnt, weil er erwartet jetzt ja von euch Text. Ihr müsst dann erst mit der Escape-Taste einmal rausgehen, sodass ihr hier markiert seid und jetzt könnt ihr auf V wechseln und ihr seht, der Mauszeiger hat sich jetzt geändert. Jetzt möchte ich nämlich dieses Objekt so platzieren, dass es erstmal auf meiner Zeichenfläche zentriert ist und exakt mittig hier drüber steht. Und ich möchte es natürlich so platzieren, dass es hier oben, Ich mache das jetzt mal mit gedrückter Shift-Taste, dann geht man in 10er Schritten. Das ist hier oben leicht. Ich zoome mal ein Stück rein. Leicht über diesen Befestigungsring hängt. Ihr kennt das vielleicht von den Profi-Boards. Da habt ihr, also teilweise habt ihr wirklich die Zahlen aus Draht gebogen. Hier ist es jetzt so, dass ihr quasi so ausgelaserte oder ausgestanzte Zahlen habt, die dann von hinten hier auf diesem Metallring befestigt sind. So sieht man das oft bei der Weltmeisterschaft zum Beispiel auf den Boards. Ja, damit haben wir die Zahl da oben schon einmal fertig und ihr ahnt es vielleicht schon, auch diese Zahl möchte ich jetzt einmal hier rundherum platzieren. Ich muss natürlich später jeden einzelnen Text nochmal anpassen, aber erstmal möchte ich die richtige Position finden. Dazu müsst ihr jetzt bei diesem Grafiktextobjekt den Rotationsursprung verändern. Den könnt ihr jetzt leider bei mir hier oben nicht sehen, aber hier sind jetzt zwei so kleine Doppelpfeile und wenn ich da drauf klicke, seht ihr hier den Rotationsmittelpunkt. Den verändere ich jetzt hier auf die Mitte meiner Zeichenfläche und mit Hilfe der magnetischen Fanglinien könnt ihr erkennen, dass wir sie jetzt auch gefunden haben. Ich lasse los. Jetzt muss ich wieder hier dieses Objekt einmal duplizieren mit Command J. Und ich möchte das Ganze jetzt von hier aus gesehen auch um 18 Grad drehen. Mache ich hier also minus 18. Bestätige das mit Enter. Und jetzt das Ganze einmal komplett um das Board drehen. Jetzt müssen wir hier die Zahlen noch anpassen. Dazu nehme ich wieder mein Textwerkzeug mit T und kann jetzt hier einzeln in diese Zahlen reinklicken und sie entsprechend anpassen. Ich mache das hier einmal vor und danach lasse ich das Video einfach ein bisschen schneller laufen, weil das immer wieder der gleiche Prozess ist. Dann haben wir hier die 18 und jetzt mache ich das mal eben kurz fertig. So, jetzt haben wir die Zahlen für das Dartboard schon fertig. Was jetzt noch nicht ganz korrekt ist, ist die Anordnung der Zahlen hier in dem unteren Halbkreis. Ich wähle jetzt mal wieder mein Verschieben-Werkzeug hier mit der Taste V und möchte jetzt diese einzelnen Ziffern drehen. Ab hier werden nämlich die Ziffern quasi stehend auf diesem Kreis dargestellt. Und das könnt ihr jetzt ganz einfach über diese Operation hier oben machen. Einmal horizontal spiegeln, einmal vertikal spiegeln und die Zahl ist gedreht. Ja, auch das mache ich jetzt wieder für diese einzelnen Segmente. Und jetzt sind diese Zahlen auch korrekt angeordnet. Ganz so viel fehlt jetzt nicht mehr. Wir müssen jetzt noch quasi das Bull und das Bullseye oder Bullseye konstruieren. Das sind ja nur einfache Ringe. Auch die kann ich, wenn ich nicht hier drin zeichnen möchte, weil ich versehentlich vielleicht irgendein Objekt anklicke jedes Mal, kann ich einfach hergehen und sagen, ich habe ja schon ein fertiges Objekt, beispielsweise diesen beigen Kreis, und den dupliziere ich mir einfach. Ich mache jetzt Command J. Ich mache das gleich zweimal, einmal für das Bull und einmal für das Bullseye. Das Bullseye, ja, ich fange mal mit dem Bull an. Das Bull liegt ja hier drunter. Das Bullseye, das rote, muss dann ja später hier drüber liegen. Das Bull hat einen Durchmesser von 31,8 mm. Das trage ich jetzt hier wieder ein. Ich habe den Rotationsursprung, den kontrolliere ich nochmal, ob der hier wirklich auf der Mitte steht. Sah nicht so aus. Das ist 31,8. Und Die Farbe kann ich auch gleich einstellen, das ist grün als Füllfarbe. Und für dieses hier, ihr seid jetzt vielleicht ein bisschen verwundert, warum ich das hier nicht sehen kann. Das liegt natürlich an der Anordnung in der Ebenenpalette. Aber ich schiebe das gleich nach oben und dann könnt ihr auch das Bull und das Bullseye sehen. Und diesen hier, das Bullseye, das hat einen Durchmesser von 12,7 mm. Auch das ändere ich jetzt nochmal. Färbe das Rot ein. Ich kann das auch hier reinschieben, weil die ja immer zusammengehören. Und jetzt nehme ich mal dieses Objekt und schiebe das nach ganz oben in der Ebenenpalette oder im Ebenenpanel. Und dann sieht er schon etwas realistischer aus. Ja, ganz so viel fehlt jetzt eigentlich nicht mehr. Wir müssen jetzt noch die Drähte erstellen, also die Segmenttrenner. Da können wir Folgendes machen. Wir können zum Beispiel hergehen und sagen, ich gruppiere mal hier meine Beschriftung. Dann habe ich hier in der im Ebenenpanel etwas mehr Platz. Ich markiere mal alle Beschriftungen und mit Command G gruppiere ich die. Dann wird es hier ein bisschen übersichtlicher. Und ich möchte jetzt zum Beispiel für diese Segmenttrenner möchte ich später auch mit diesem Tortenstück arbeiten. Ich mache aber vorher noch etwas anderes, und zwar die Ringe hier, die brauche ich ja auch. Die suche ich mir mal hier raus. Da habe ich noch zwei, die gerade hier in der Torte zu sehen sind. Ihr könnt die auch aus jedem beliebigen anderen Stück nehmen. Die dupliziere ich mir. Dann nehme ich die nach oben, die sollen ja da drüber liegen, von der Konstruktion her. Und da nehme ich jetzt mal die Füllfarbe raus und stelle da eine Kontur ein. Die Kontur möchte ich in meinem Grau haben, so wie ich das hier oben schon hatte. Das war ein Grau von 80, 80, 80. Das wieder, und dann möchte ich diese Kontur noch breiter machen, und zwar möchte ich die auf 2 Punkte haben, so dass man die auch ein Stück weit erkennen kann, und außerdem möchte ich darauf auch noch einen 3D-Effekt haben. Ich zoome da mal ein Stück rein. Ich möchte hier, dass das auch so ein bisschen aussieht wie ein Draht. Und dazu gibt es ja Möglichkeiten in Affinity Designer, hier über die Ebeneneffekte, ich schiebe es mal ein Stück zur Seite, einen 3D-Effekt anzuschalten. Erst hier auswählen, auf den Namen klicken, dann das Häkchen setzen, und jetzt habt ihr hier schon mit gedrückter Leertaste, könnt ihr es ein bisschen besser erkennen, weil dann die blauen Markierungen verschwinden, habt ihr hier schon so einen 3D-Effekt. Ja, das ganze Prozedere wiederhole ich jetzt nochmal. Und zwar für den Trippelring. Muss mal gerade schauen. Ich habe das gleich für beide gemacht. Super. Na. Ich wollte wieder reinzoomen. Das mache ich mit Command 0. Und jetzt habe ich das schon für beide fertig. Super. Habe gar nicht gesehen, dass ich hier beide markiert hatte. Okay. Jetzt brauche ich noch diese Trenner. Die liegen eigentlich genau dazwischen. Das heißt, die müssen also unterhalb von dieser Ebene hier liegen. Und die versuche ich jetzt mal, mir auch wieder aus einem bestehenden Kreissegment oder Tortenstück zu konstruieren. Das hier war mein erstes. Und das dupliziere ich mir jetzt mal mit Command J. Ziehe mir das jetzt mal weiter hier oben hin. Ich hatte gesagt, das muss unterhalb von diesen 3D-Ringen liegen. Dann möchte ich hier diese beiden Montagen entfernen. Ich möchte eigentlich nur die Linien haben von diesem Tortenstück. Das war ja das schwarze Tortenstück. Da möchte ich auch die Füllfarbe entfernen. Und auf den realen Boards gehen ja die Trenner hier immer etwas über den Rand hinaus. Das heißt, ich muss jetzt hier den Durchmesser einfach ein kleines bisschen verändern. Das ist ja noch immer ein Kreis. Ich habe das nicht in eine Kurve umgewandelt. Und deswegen könnt ihr das jetzt einfach mit gedrückter Command- und Shift-Taste und diesem Eckanfasser vergrößern. Und jetzt seht ihr, wie das da oben so ein kleines Stück weit rauswächst. Das ist der Effekt, den ich haben möchte. Dann möchte ich dafür natürlich die Kontur jetzt auf grau stellen. Und hier eine Breite einstellen von, die soll nicht ganz so breit sein, sagen wir mal 1,5. Und natürlich sind hier später, ich nehme mal das Lupenwerkzeug, Z ist das für Zoom, natürlich sind diese Trenner hier oben überflüssig, die möchte ich nicht haben. Der 3D-Effekt fehlt auch noch. Ich mache jetzt mal Folgendes. Nochmal Z drücken ist wieder das vorherige Werkzeug. Ich möchte das jetzt hier umwandeln in eine Kurve. Sonst bekomme ich dieses Kreisstück oder den Bogen hier nicht weg. Ja, das macht man hier oben über diese Schaltfläche. Wenn ich jetzt mal mit dem Knotenwerkzeug oder Knotenpunktwerkzeug, das ist die Taste A oder der weiße Pfeil hier, nee, Knotenwerkzeug war schon richtig, wenn ich jetzt mal da reingehe, kann ich an einem beliebigen Knoten die Kurve öffnen. Ich klicke den dazu an, gehe hier oben auf Kurve öffnen und kann jetzt hier einfach diesen Punkt weglöschen und in diese Richtung auch weglöschen. Und jetzt brauche ich eigentlich nur noch den 3D-Effekt draufpacken und dann sieht das so ein bisschen aus wie so ein eingelassener Draht. Ich nehme hier wieder den 3D-Effekt, habe ich hier unten über das Effekten-Panel gemacht, über diese Schaltfläche. Schließe das und habe jetzt hier auch meinen Effekt drauf liegen. So, jetzt müssen wir das noch für die anderen Tortenstücke wiederholen. Da sehen wir auch etwas, was wir schon gemacht haben heute. Ich gehe mal wieder zurück in die Vollansicht mit Command 0. Jetzt habe ich hier ein Objekt, das nicht mehr ein Kreisstück ist, was ich einfach schon passend um den Mittelpunkt rotieren kann. Da muss ich jetzt ein kleines bisschen aufpassen. Ich wähle mal wieder das Verschieben-Werkzeug mit V. Wenn ihr jetzt euch mal den Rotationsursprung anseht, ich klicke mal hier oben drauf oder Rotationsmittelpunkt, dann seht ihr, dass der jetzt in dem Mittelpunkt von dem Objekt liegt und nicht mehr hier in dem Mittelpunkt der Zeichenfläche. Den müssen wir uns jetzt verschieben und zwar genau hier auf den Mittelpunkt. Und jetzt können wir das wieder so duplizieren, wie wir das vorhin schon gemacht haben. Wir erstellen zuerst mit Command J ein weiteres Element und dann rotieren wir es um -36 Grad, bestätigen das mit Enter und wiederholen die Rotation 8-mal. Und dann müssten wir das genau an den richtigen Stellen liegen haben. So. Ja, mir fehlen jetzt noch hier die kleinen Metallringe um das Bull und das Bullseye. Das können wir auch ganz flott hinkriegen. Wir nehmen einfach die ganze Ebene, duplizieren die einmal mit Command J, entfernen dann von beiden die Füllfarbe. Füllfarbe raus, bei dem grünen auch, und setzen dann die Kontur auf grau, hier auch. Und müssen dann natürlich noch die entsprechenden Breiten einstellen. Das hatten wir in 2 Punkten gemacht. Und hier auch in 2 Punkten. So. Und wir hatten auch bei beiden einen 3D-Effekt drauf. Da müssen wir jetzt mal gucken, was er mit dem 3D-Effekt macht. Ja, das übernimmt er auch gleich hier für das innere Objekt. So, schließen. Wenn man es ganz genau nimmt, könnte man jetzt natürlich auch noch hergehen und sagen, ich setze hier auch noch die kleinen Klammern drauf. So genau mache ich das jetzt mal nicht. Könnt ihr natürlich selber gerne so machen, wie ihr möchtet. Ups, das war falsches Tastenkürzel. Ich gehe wieder zurück in die Vollansicht. Ja, was man jetzt vielleicht noch machen könnte, wäre eine Beschriftung, wenn man hier oben noch einen Text drin stehen haben möchte. Sowas zeichnet man ja eigentlich meist selbst, um etwas für einen Freund oder für eine Veranstaltung zu machen und möchte da vielleicht noch ein Label drauf haben. Da zeige ich jetzt nochmal, wie man mit dem Textwerkzeug da oben einen runden Text schreiben kann. Ich nehme mal wieder hier meinen Ursprungskreis, diesen beigen, erzeuge mir davon ein Duplikat. Das mache ich vielleicht ein bisschen, diesen Kreis mache ich jetzt vielleicht ein bisschen größer. Ich nehme das Verschieben-Werkzeug. Das soll jetzt die Grundlinie für den Text werden. So. Ich gehe nochmal über die kleinen Metalltrenner raus. So. Füllfarbe kann weg. Und das Ganze wird jetzt sowieso ein Textpfad, indem ihr hier wieder das Grafiktextwerkzeug nehmt oder die Taste T. Und jetzt könnt ihr hier den Pfad auswählen, auf dem ihr schreiben möchtet. Wenn ihr am Mauszeiger dieses T mit der Welle darunter seht, dann einmal klicken. Und jetzt bekommt ihr hier diese Anfasser, die euch signalisieren, hier beginnt der Text und hier endet der Text. Und dazwischen wird er quasi angeordnet und in diesem Fall hier oben zentriert. Ich habe immer noch meine Futura ausgewählt, das bleibt auch so. Nehme hier mein Schmal-Halbfett, also den Schriftschnitt. Und wenn ich jetzt mit dem Textwerkzeug hier reinklicke, kann ich mal anfangen zu schreiben. Dann seht ihr es auch gleich, wo der schreibt. Da seht ihr schon was. Ich möchte da schreiben, Made with Affinity Designer. Das sieht natürlich noch nicht besonders hübsch aus. Mir ist jetzt erstmal die Schriftart zu groß. Dazu könnt ihr einfach mit einem Doppelklick die Schrift markieren und die Schriftart entsprechend verkleinern. Ich nehme jetzt hier mal 48 Punkte. So, dann gefällt mir die Anordnung natürlich noch nicht. Ich möchte, dass er das außen drauf schreibt. Damit könnt ihr jetzt hier oben einfach den Textpfad umkehren. Er schreibt jetzt quasi auf der Außenseite und mit den grünen Anfasser könnt ihr die Anfangsposition verändern. Das mache ich jetzt hier genau auf 180 Grad und wo ist mein roter Anfasser? Da, den schiebe ich jetzt mal hier auf 0 und dann habt ihr es genau mittig da oben drüber stehen. Möchtet ihr jetzt da unten noch weiter schreiben, könnt ihr einfach am Ende des Textes Enter drücken, dann bekommt ihr zwei neue Marken. Wenn ihr jetzt mal losschreibt, mache ich jetzt auch mal, schreibt mal rein bei Mensch Mesch. Dann könnt ihr diesen Text auch wieder positionieren über seine eigenen Marken und der soll jetzt bei mir, ups, das war der verkehrte. So, da oben ist er, die Anfangsmarke, die soll jetzt hier liegen. Und die Endmarke soll hier liegen. So. Jetzt möchte ich den Text aber von der Grundlinie nach unten verschieben. Außerdem möchte ich den kleiner haben. Den mache ich jetzt mal in 30 Punkten. Und der Text soll von der Grundlinie verschoben werden. Das könnt ihr hier rüber machen. Ich schiebe den jetzt mal weiter runter, so um, sagen wir mal 60%. Ja, und mit Escape könnt ihr das Werkzeug wieder verlassen. Damit wäre mein Board soweit erstmal erstellt und wir haben es geschafft. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Das ist jetzt ein Tutorial gewesen, das eher für Anfänger gedacht ist, aber man kann bei so einer Übung ganz gut die einzelnen Werkzeuge kennenlernen und sich auch vielleicht nochmal Gedanken darüber machen, wie beginne ich überhaupt mit so einer Konstruktion, wenn ich etwas nachzeichnen möchte. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal bei Mensch Mesch.